Um unseren heutigen Studiogast war es seit 2 Monaten still. Von jetzt auf gleich steht er aber wieder voll im Fokus. Ich begrüße recht herzlich zum Elbkick TV Talk den neuen Trainer vom FC Emshorn, Florian Gosso. Moin Flo, schön, dass du da bist. Danke, vielen Dank. Gestern ging die Meldung raus, du bist der neue Mann beim FC Emshorn. Keine Angst vorm Schleudersitz Emshorn? Nein, also ich glaube, dass ich mich gut einschätzen kann und dass ich das auch auf die Reihe kriege. Du bringst zur Winterpause auch Jeton Arifi mit, eine Verstärkung für die Mannschaft. Du kennst das Team jetzt ein bisschen. Wie sehr braucht dieses Team Verstärkung? Viele Verstärkungen braucht sie nicht. Es ist eigentlich eine insgesamt gute Mannschaft. Ich habe ja auch mit Schnells noch gegen die gespielt. Ich glaube, dass da viel Kopfsache ist. Aber da muss ich auch Gespräche mit den Spielern führen, das erstmal so von denen hören. Das ist immer, glaube ich, viel, viel wichtiger, dass die Spieler selber mal was dazu sagen, als dass man selber über die Spieler spricht und irgendwelche Floskeln oder sonstiges rausholt. Heute ist das erste Training, heute Abend. Es wird in erster Linie erstmal so sein, dass ich viel von den Spielern hören möchte. Die sollen mir einiges erzählen und dass man, denke ich mal, erstmal im Kopf ansetzt als in den Beinen. Dein Vorgänger ist nach dem 5:0 oder nach der 0:5 Niederlage gegen SC Marstadt prompt nach dem Spiel zurückgetreten. Viele haben gesagt, das Team hat gegen die Mannschaft gespielt. Hast du keine Bedenken, in so ein Team reinzukommen, wo man das Gefühl hat oder wo die Stimmen laut sind, dass die Moral nicht stimmt oder die Einstellung? Das war eigentlich immer mit Hauptthema in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Elmshorn, dass ich denen gesagt habe, ganz, ganz wichtig ist, dass die Mannschaft intakt ist, dass sie noch will, dass sie sich nicht aufgegeben hat und dass keine Auflösungserscheinungen da sind. Das wurde mir immer wieder versichert. Ob das hundertprozentig so ist, ich muss es jetzt mal so glauben. Das Vertrauen muss ja auch da sein, sonst kann man nicht zusammenarbeiten. Und das werde ich ja heute Abend im Gespräch mit den Spielern hören. Ist natürlich eine gewisse Herausforderung, klar. Und mit 5 Punkten, 6 Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz, ist es eine Aufgabe, klar. Aber es bedarf ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein selber als Trainer, das zu machen. Und das traue ich mir zu und es ist halt eine Herausforderung für mich. Also keine leichte Aufgabe für Florian. Es ist aber nicht nur der neue Trainerjob bei Emshorn, der ihn in den Fokus gerückt hat. Unser Film über Sportwett im Amateurfußball hat auch sehr viel Aufsehen geregt und auch bei Flo. Das Spiel, was wir benannt haben zwischen Germania Schnellsen und Bramfelder SV, was verschoben sein soll. Damals war Flo Trainer bei Schnellsen. Was sind deine Erinnerungen an dieses Spiel? Wie hast du das damals wahrgenommen? Ja, ich habe es ja schon leider mehrfach schon mal gesagt. Ist natürlich ein Thema, über das man sehr viel momentan gefragt wird. Was grundsätzlich erstmal muss man sagen, ist eigentlich traurig, dass man darüber reden muss. Man sollte eigentlich im Fußball eigentlich nur über Fußball reden. Absolut. Ich habe aber auf die Fragen hin, die von der Bildzeitung, vom Hamburger Abendblatt kamen, auch von euch, immer wieder gesagt, es fiel mir damals schon auf. Es war ein sehr merkwürdiges Spiel und spätestens ab der 85. Minute und folgenden 5 Minuten war es mir eigentlich schon klar, dass das Spiel verschoben war. Und Problem war, in dem Moment hat man ja erstmal eine Kurzgeschichte, dass man kurzfristig irgendwie jetzt denkt, wie komme ich jetzt aus der Geschichte jetzt hier raus? Handle ich jetzt, sage ich irgendwas? Das kann sich aufbauschen, das kann emotional werden und in die falsche Richtung gehen. Bin dann eigentlich ziemlich schnell in die Kabine gegangen, um nicht irgendwas zu tun, was man später bereut. Und musste erstmal selber über einiges nachdenken. Habe dann am Montag nach dem Training mit Stefan Rahn bei mir in der Trainerkabine darüber gesprochen, wollte auch eine Bestätigung haben, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Das, was mein Empfinden war, wurde aber auch von Stefan so bestätigt und man hat dann gefragt, wie gehen wir damit um, was machen wir jetzt? Problem war ja auch, dass wir noch im Abstiegskampf waren, das heißt, das waren glaube ich noch 2 oder 3 Spieltage, da jetzt eine Riesennummer draus zu machen, was den Klassenerhalt gefährden könnte, hätte uns auch nicht weitergebracht, also war es ziemlich schwierig, ruhig zu bleiben, aber wir sind dann ruhig geblieben. Ich habe mich mit den Spielern, mit denen man eigentlich verlängern wollte, die wollten auch, dass nächste Saison bei Schnellsen bleiben, außerhalb des Platzes getroffen und denen dann erklärt, dass wir nicht mit denen verlängern werden. Habe aber nicht die Gründe genannt, warum, um auch da wieder zu sagen, ich brauche eh Ruhe, weil zugeben, wenn sie es eh nicht. Das heißt, wenn ich sowas äußere, dann heißt es, wie kannst du sowas sagen, das stimmt gar nicht. Und es gibt ein Wort das andere und das wollte ich eigentlich vermeiden. Hast du denn jetzt in deiner, wenn du alle Spiele in der Rückschau betrachtest, häufiger das Gefühl gehabt, mit dem Wissen von heute, dass da irgendwas nicht koscher abgelaufen sein könnte? Man hat manchmal so ein Gefühl, aber
das muss man nicht gleich zum Äußersten treiben. Also man hat ja auch manchmal Spiele, wo der Schiedsrichter nicht seinen besten Tag hat. Aber deswegen würde ich sowas nicht vermuten. Das Bramfeld-Spiel war extrem. Also so extrem hatte ich es in den ganzen anderen Spielen nicht. Also es war, aus deiner Sicht war es offensichtlich, dass dieses, dass einige Spieler verlieren wollten in diesem Spiel. Ja, und die Frage ist ja immer, wie trägt man das nach außen? Wenn man damals gesagt hätte, ja, ich glaube, wir wurden hier von Spielern verarscht, kann das natürlich auch mal heißen, ja, ach, jetzt verliert er mal ein Spiel und kann er nicht verlieren und jetzt sucht er wieder andere Schuldige. Es ist halt eine sensible Geschichte und in dem Moment war für mich, glaube ich, erstmal die richtige Entscheidung, ruhig zu bleiben und jetzt nicht den großen Zampano zu machen. Du hast im Vorgespräch auch erwähnt, ihr habt dann versucht, im Verein diese Manipulation aufzudecken oder zu bestätigen, ist euch aber nicht gelungen. Kannst du da die Gründe nennen, was da schwierig war, um an die Leute ranzukommen? Stefan Rahn war ja auch im Team, er hätte ja auch quasi als Teammitglied irgendwas rausfiltern können. Wir haben es versucht, ich hatte ihn auch gefragt, wie kann man sowas irgendwie nachforschen. Er kannte jemanden, der im Wettbüro arbeitet oder dem eins gehört, das, so genau weiß ich das nicht. Und haben dann versucht, über die Namen oder über Videoaufzeichnungen, die in diesen Läden sind, nur auf der anderen Seite, es gibt so viele Wettbüros, in welchen waren die, vielleicht haben die Strohmänner hingeschickt. Wir wollten das beweisen, wir wollten irgendwie versuchen, was zu machen. Und wenn wir dann was hätten, dann hätten wir auch auf die Tonne hauen können. Aber es ist halt, das ist ja das Problem. Das ist einfach wohl fast nicht machbar. Hättest du jemals gedacht, dass dieses Thema Sportwetten im Amateurfußball so ein großes Problem werden könnte? Eigentlich nicht. Zu meiner Zeit, wo ich noch gespielt habe, gab es das ja nicht. Ich selber wette auch nicht auf Bundesliga etc. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt gar nicht so aus. Und deswegen ist das für mich zu abstrakt eigentlich. Ein viel größeres Problem sehe ich noch im Jugendbereich. Man kann auf A-Bundesliga wetten. Das finde ich noch viel, viel schlimmer, weil da die Konsequenzen auch weitgreifender sind. Nehmen wir mal einen Jugendspieler, der darf ja selber, solange er nicht 18 ist, sowieso nicht selber wetten, hat aber vielleicht ein problematisches Umfeld, von dem er gedrängt wird, dieses Spiel so zu verschieben oder so seinen Einfluss darauf zu haben, dass diesem Spieler, wenn das rauskommt, eine eventuell sogar Profikarriere verbaut wird, weil der aus einem schwierigen Umfeld kommt, wo er diesen Druck bekommt. Das heißt, diese Jugendspieler können sich noch viel, viel weniger wehren, haben oft gar nicht die eigene Entscheidung, so zu manipulieren, wie es im Herrenbereich ja ist. Die machen das ja aus freien Stücken heraus und sind sich dann dessen Verantwortung müssen sich dann auch bewusst sein. Ein Jugendspieler kann das nicht. Und da kann das auf Jahre einen Schaden bringen für diesen Spieler, was auch seine eventuelle Profikarriere betrifft. Und das finde ich noch viel, viel dramatischer. Was ist denn deiner Meinung, was können die Vereine, was können der Verband, die Clubs selber tun, um dieses Problem zu lösen? Ja, eigentlich für mich gibt es nur verbieten und fertig. Ich kenne die rechtliche Grundlage nicht. Ich weiß nicht, wer inwieweit dort eingreifen darf. Es ist ja auch mal eine Lobbyfrage, wie viel Geld steckt dahinter. Dann gibt es wahrscheinlich noch gewisse Einflussnehmer, die wir uns gar nicht erahnen in gewissen Bereichen. Wenn man es machen kann und wenn irgendeiner in seiner Funktion, in der er ist, einwirken kann, auf jeden Fall verbieten. Und in der A-Bundesliga noch viel, viel eher als im Oberliga-Bereich. Du hast schon erwähnt, du hast heute dein erstes Training bei deinem neuen Verein. Wirst du die Spieler, die du jetzt neu kennenlernst, nochmal auf dieses Problem hinweisen oder glaubst du, dass das durch die mediale Präsenz jetzt einfach in allen Köpfen drin sein muss, dass es verboten ist? Ja, soweit ich weiß, gibt es vom Hamburger Fußballverband ein Schriftstück, was die Vereine bekommen und was dann auch die Vereine darauf angewiesen sind, das den Spielern zu geben, ihnen den Inhalt klarzumachen und die Spieler unterschreiben das ja auch, dass sie eben nicht wetten und nicht wetten dürfen, dass sie darüber aufgeklärt worden sind. Davon gehe ich mal aus, dass Elmshorn das auch gemacht hat und ich denke, dass ein Spieler, der das vorhat oder der diese Energie im Kopf hat, sich nicht davon beeinflussen lässt, was ich als neuer Trainer, den er kaum kennt, heute erzählen wird und ihr dürft alle nicht wetten, deswegen hört er ja nicht auf. Das interessiert ihn ja nicht, was ich erzähle. Das heißt, wenn einer dieses Potenzial hat, muss man als Trainer sehr sensibel damit umgehen, darauf achten. Und wenn man der Meinung ist, es ist so oder man sich fast sicher ist, dass es so ist, muss man auch konsequent sein und ihn dann dementsprechend vom Spielbetrieb abmelden. Ja, inwieweit man das öffentlich macht und den Namen nennt, ist halt immer eine Frage. Ich habe ja auch damals überlegt, die Spieler sind ja dann zu anderen Vereinen gegangen, ruft man da an, sagt man denen das. Nur auf der anderen Seite dachte ich dann, ich bin auch nicht dafür zuständig, deren Karriere jetzt kaputt zu machen, Karriere in Anführungsstrichen. Kann man so und so sehen. Ne? Kann natürlich auch sagen, ja, wenn du es weißt oder davon überzeugt bist, musst du auch dem Verein Bescheid sagen.
Es gibt eigentlich eine Meldepflicht, aber ich kann die Bedenken, kann man ja gut verstehen. Ja. Absolut. Wir hoffen auf jeden Fall und wir wünschen dir viel Glück, dass du in diesem Thema bei deinem neuen Verein keine Probleme mehr hast. Ja. Weil du unser Gast bist auf unserer Couch, kriegst du auch noch ein Geschenk, einen schönen Eiweißshake. Damit kennst du dich sehr gut aus. Ja, vielen Dank. Viel Spaß damit. Kann und vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön. Super, vielen Dank. Das, liebe Zuschauer, war Florian Gosso, neuer Trainer beim FC Elmshorn und damals Coach bei Germania Schnelsen, als sie das Spiel gegen den Bramfelder SV verschoben haben sollen. Heute hat er sich dazu geäußert und nochmal Stellung genommen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.